komm schon, Charlie. Wie soll ich denn hier im Knast Sprengstoff auftreiben? Da finde ich doch eher einen Playboy-Bunny. Kann sein. Aber wir sind nun mal im Knast und ich grab einen Tunnel mit meinen Klauen aus Adamantium. Und wenn ich etwas aus Comics gelernt habe, dann ist es, niemals aufzugeben. Naja, das und Adamantium-Klauen plagieren. Hey, was willst du damit andeuten? Nichts, nichts. Nochmal zurück zu dem Sprengstoff. Eine Ahnung, wo ich am besten anfange? Tja, du könntest ihn selbst herstellen. Oder Sleazy kann dir helfen. Der kommt an alles mögliche Zeugs ran. Tut mir leid, aber als in der Schule C4 dran war, habe ich wohl gefehlt. Sei doch nicht so negativ. Ich weiß nicht. Frag einfach mal rum oder geh in die Bibliothek. Lern einfach mal was dazu, Randall. Ich schau mal, was sich machen lässt. Wie bist du denn eigentlich hier gelandet? Ach, ich sag dir ja, wir sind hier alle unschuldig. Monster. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Nichts, nichts. Weiß bloß nicht, wie ich mit all dem umgehen soll. Wie meinst du das? Naja, weißt du, ich wurde wegen Mordes eingesperrt. Wow, was hat er gemacht? Hat er dir was geklaut? Hat er dich mit Fisch vergiftet? Ich weiß nicht, Mann. Ist alles wie im Nebel. Ich habe eine Menge Macadamia-Schnaps-Intus gehabt. Und dann habe ich wohl den Typen mit meinen Klauen in Streifen geschnitten. Ah. Wer war denn der arme Bastard? Kenne ich den? Besser als die meisten. Oh, Mann. Du hast Matt geschreddert? Der Junge hat echt kein Glück mit rotierenden Klingen. Ich rede nicht von Matt, sondern von dir. Was? Okay, Charlie, jetzt machst du mir aber Angst. Beruhig dich, Alter. Ich will dich nicht bedrohen oder so. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich war sternhagelvoll. Ich weiß aber noch, dass ich den Typen zerstückelt habe. Und dass er's verdient hatte. Ich weiß nur, dass der genau so aussah wie du. Das ist sicher. Ich war sogar sicher, dass du das warst, bis ich dich hier reinkommen sah. Aber das sind ja eh alles alte Geschichten, stimmt's? Ja. Okay. Also, was macht man denn hier drin so zum Zeitvertreib? Tja, nicht viel. Ich gehe kaum aus meiner Zelle raus. Aber wenn du Unterhaltung brauchst, probier's auf dem Hof. Vielleicht gibt's einen Weitspuck-Wettbewerb. Oder frag die Schwestern, die stehen auf Party und so. Super, das ist echt stark. Okay, Morty? Bist du das? Was machst du hier? Kein Scheiß? Wie das denn? Das glaube ich ja nicht. Weißt du was, Genosse Mortimer? Ich habe keine Ahnung, was das Gegrummel bedeuten soll. Hatte ich nie. Um ehrlich zu sein, fühlte sich das immer so an, als würde ich was nicht mitkriegen. Morty, du weißt, dass das mit uns beiden nie funktionieren konnte, oder? Wir stammen von komplett unterschiedlichen Welten. Nein, sag nichts. Mach's nicht schwerer für mich, als es eh schon ist. Das wird dich lehren, sich über mein Essen zu beschweren. Na super. Den Fusel kann ich nicht einfach mit der Hand... Wie bitte? Vergiss es, oder hast du... Was für ein Mammut. Da ist eine Waschmitteltablette in einer der Taschen. Nee. Okay. Die Jungs gehen immer bei den Neulingen fischen. Und sie geben nicht auf, bis sie einen am Haken haben. Die Schwestern und Box. Schönen guten Morgen, die Herren. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Frischen Fisch? Ich, mir gefällt der Ton nicht. Nein, ich bin kein Frischfisch. Schaut mal, Jungs, wir haben hier eine Kämpfernatur. Glaubst wohl, du kannst hier den Helden spielen, was? Naja, Held ist vielleicht zu viel gesagt. Sagen wir mal, Protagonist. Ja klar, Junge, du bist der Protagonist.
Im Traum vielleicht. Auch wenn das für dich eher Albträume sein werden. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Ich bin auf dem Weg zur Bibliothek. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet. Vergiss es. Wir freuen uns sehr an deiner Anwesenheit. Komm doch mal ein Stück näher. Wisst ihr, erst dachte ich, ihr seid so eine Art Skinheads oder so. Aber jetzt fällt mir auf, dass ihr sehr liebevolle Leute... Ich meine, macht mir ja nichts aus, aber ich stehe eher auf platonische Sachen, die man zum Beispiel in Büchereibüchern lesen kann. Wenn ihr also nichts dagegen habt... Aber wir haben da schon was dagegen. Wenn du da rein willst, musst du erst unsere Liebe empfangen. Aber ich sag's gleich, ich mag's gerne nur mal härter. Sicher? Du willst keiner von uns sein? Was man so hört, bist du ein echtes Monster. Würdest zu uns passen. Okay, was hört man denn so? Entspann dich! Wir verurteilen niemanden hier. Wir wollen nur deine Freunde sein. Weißt du, man braucht Freunde hier drin. Tut mir leid, ich kann derzeit keine Bewerbung um freie Freundschaftsstellen annehmen. Komm schon, zier dich nicht so. Weißt schon, eine Hand wäscht die andere. Und was meinst du mit waschen? Komm rüber und ich zeig's dir. Ich war noch nie sehr neugierig. Ich lass es also. Ich hau mal lieber ab. Kluge Ent... Du solltest dich von dieser... Was meinen Sie damit? Sie denken doch hoffentlich nicht daran, die zu essen, oder? Himmel, nein! Für wen hältst du mich denn? Keine Ahnung. Für einen Grillfreak? Woher zum Geier weißt du das? Ist aber auch egal. Die Katze rennt dir schon ein paar Jahre rum. Und immer, wenn sie sich mit jemandem anfreundet, dann stirbt der Alte auf. Sie kann irgendwie den Tod riechen. Oh, super. Ist ja toll. Als ob der Fluch nicht schon genug wäre. Jetzt habe ich auch noch eine Katze des Todes am Hals. Hey, Mary. Was gibt's, Gefangener? Schon eingelegt? Ah, es geht so. Hier laufen die Dinge anders, Junge. Wenn du also ein Rad willst, bleib geistig immer in Bewegung, kümmere dich nur um dich und mach keinen Ärger. Wenn du eine Beschäftigung brauchst, rede mit mir. Ich verteile hier die Jobs. Das merke ich mir. Glaub mir, Junge, besser man hält hier den Ball flach. Du darfst keine Aufmerksamkeit erwecken. Ich glaube, die Leute hier drin können deinesgleichen nicht besonders gut leiden. Was meinen Sie mit meinesgleichen? Entspann dich, mein Freund. Ich verurteile dich nicht. Aber glaub bloß nicht, dass die Mitgefangenen so nett zu dir sein werden wie ich. Danke, Mary. Nicht zu danken. Mary? Ja? Ist es nicht stinklangweilig, den ganzen Tag auf dem Hocker zu sitzen? Ganz ehrlich? Ja. Aber... Dienst ist Dienst. Dürfen Sie da nicht mal was mitbringen, um ein bisschen Unterhaltung zu haben? Nicht mehr. Wir konnten früher Zeitung lesen, aber dann ist so viel passiert. Und der Direktor sagte, dass wohl weniger passieren würde, wenn die Wachen anfangen würden, die Gefangenen auch wirklich zu bewachen. Verstehe. Was ist das da hinter Ihnen? Ja, das sind die Duschen. Oh, verstehe. Das hört man immer in den Filmen, stimmt's? Tja. Man darf nicht alles glauben, was man im Fernsehen sieht. Könnte ich mir die Duschen mal anschauen? Wäre echt toll. Nein, da kommst du nur rein, wenn Duschzeit ist. Okay, wenn's halt gar nicht geht, dann... Ich lass ihn mal. Idee. Warum habe ich die Zeitung hier nicht? Da muss. Es gibt kein. Lieber nicht. Das macht kein. Das ist der Napf von. Einen Moment.
Okay. Cool. Ich habe die Zeitung nicht mehr. Ich muss zugeben, dass ich von Randy nicht besonders viel hielt, als ich ihn das erste Mal zu Gesicht bekam. Er sah aus, als könnte ihn eine leichte Brise umhauen. Zumindest war das mein erster Eindruck. Hey, Junge, komm mal rüber. Hab ich was falsch gemacht? Du bist der Neue, stimmt's? Naja, neuer klingt besser als alter. Kommt auf den Zusammenhang an. Der alte Sleazy klingt für mich besser als die neue Leiche im Duschraum. Entspann dich, Junge. Ich bin nicht gefährlich. Die Leute hier drin brauchen mich, also legen sie sich nicht mit mir an. Du bist derjenige, der etwas aufpassen sollte. Hier gibt's einige, die deinesgleichen nicht leiden können. Meinesgleichen? Ja, du weißt schon. Der Grund, warum du hier bist. Und warum bin ich hier? Weil das alles Mögliche sein kann, soweit ich weiß. Du weißt nicht, was du gemacht hast? Ehrlich gesagt, nein. Wow, Mann. Du bist schräger drauf, als ich dachte. Ich krieg eine Gänsehaut. Was habe ich denn nun gemacht? Hey, ich verurteile niemanden. Von mir aus kannst du nackten Supermarkt überfallen, ist mir Schnuppe. Bist du deswegen hier? Ah, touché. Na dann mal zur Sache. Ja, ich schätze, ich bin der Neue. Bist du der berühmte Sleazy, von dem ich so viel gehört habe? Na, hoffentlich nur Gutes. Wie ich höre, kannst du Sachen besorgen. Dein erster Tag hier drin und du brauchst schon was? Komm schon, Junge, geh's mal langsam an. Ich brauche Hilfe, um an bestimmte Sachen ranzukommen. Und alle sagen, du wärst mein Mann. Was du nicht sagst. Und was genau brauchst du? Ich brauche eine Menge Zeug. Und als erstes einen Weg hier raus. Ich kann dir alles besorgen. Aber da musst du schon etwas mehr ins Detail gehen. So einfach ist das? Ja, aber es dauert einen Tag. Ich kann dir alles besorgen, aber du kriegst es erst morgen. Oh, tu mir das nicht an. Ich komm sogar an einen Panzer ran. Ein Panzer? Ja, ein Panzer. Brauchst du einen Panzer? Was? Das glaubst ja. du nicht? Nee, darum geht's gar nicht. Weil ich dir einen Panzer nämlich einfach so besorgen kann. Ich glaub's ja, Mann. Sleazys Wort ist wie ein Schwur. Wenn ich dir sage, ich kann dir einen Panzer besorgen, dann kann ich dir bis morgen einen Panzer besorgen. Ich will keinen scheiß Panzer. Sagtest du gerade, mein Panzer ist scheiße? Hä? Nein, ich brauch nur gerade keinen. Tja, zu spät. Die Bestellung ist schon aufgegeben. Morgen hast du deinen Panzer. Okay, aber ein paar Sachen brauche ich noch heute. Da kann ich dir nicht helfen. War's das? Ja, jetzt bin ich zumindest stinksauer. Hast du etwa eine ganze Packung Kaugummi im Mund, oder was? Um genau zu sein, zwei. Ich gewöhne mir das Rauchen ab, aber es läuft miserabel. Das beruhigt mich. Ein bisschen. Und du solltest auch mal runterkommen. Morgen hast du deinen Panzer. Okay. Wow, du auch? Dann sind ja fast alle zusammen. Kenn ich dich, Neuer? Klar. Ich meine, nee, glaub nicht. Also was jetzt, Neuer? Kennen wir uns oder nicht? Naja, nicht so richtig. Sagen wir mal, ich kenne Mel. Du weißt schon, der Typ, den du immer beklaut hast. Ich meine, den du immer beliefert hast, ja? Ah, der gute alte Mel. Ja, sicher. Hast du von ihm gehört? Eigentlich nicht. Das letzte Mal war er komplett high von Mercury Cola. Sei froh, dass du ihm später nicht nochmal begegnet bist. Ich sitze im Knast, also froh würde ich mich eigentlich nicht nennen. Aber egal, was war denn mit Mel? Der Typ hat den Zug der Schäferlein gekidnappt. Aber war so dicht, dass er den entgleisen ließ. Sag nicht wie. Viele Verletzte. Mel auch. Die Strecke ist immer noch gesperrt. Mann, ich bin fast jeden Tag mit genau dem Zug gefahren. Tja, und das Beste ist, der Typ war nicht mal bewaffnet oder so. Der hatte nur ein Ghostbusters Protonenpack auf. Und alle machten sich vor Angst in die Hose. Erstaunlich. Hast du einen Moment für ein ernsthaftes Gespräch? Was gibt's, Neuer? Hat er mich nur gefragt, ob... Ach nee, das ist wohl eh nichts für dich. Spuck's schon aus, du Pisser. Weißt du, da sind so ein paar Typen, die den Weg in die Bibliothek versperren und, naja, die haben mich so ein bisschen bedroht. Aha, die Schwestern haben also neues Spielzeug gefunden, was? Da steckt ja wohl Box dahinter. Egal, was sollte mich das kümmern?
Keine Ahnung. Dachte, wir können uns irgendwie gegenseitig helfen. Was soll das heißen? Gegenseitig helfen? Naja, wenn du mich beschützt, nur heute, dann verrate ich dir ein Geheimnis. Kein Interesse an deinen Geheimnissen. Hau ab, Junge. Du nervst. Ach, komm schon, warte, sei doch nicht so... Hast du schon vom Ausbruchsplan gehört? Ausbruchsplan? Nein, hab ich noch nicht. Weil der geheim ist. Und wann soll die Sache steigen? Tja, morgen schon. Ganz früh. Das klingt nicht gerade glaubhaft. Aber wie sieht der Plan denn genau aus? Wir graben einen Tunnel und wir brauchen Sprengstoff, um uns durch die Mauer in Sektor 7 zu sprengen. Ihr grabt einen Tunnel? Womit denn? Tja, mein Kontakt hat Zugang zu den notwendigen Werkzeugen. Das Problem ist die verstärkte Stahlbetonwand in Sektor 7. Deswegen muss ich in die Bibliothek. Ich habe die schwache Hoffnung, dass ich da was über selbstgemachten Sprengstoff finde. Aber das geht nicht, solange die Schwestern da rumstehen. Geht's darum? Genau. Okay, Neuer, das überzeugt mich. Bin dabei. Echt? Oh ja. Du verscheißerst mich auch nicht? Wart's ab. Was soll ich denn machen? Box abmurksen, ja? Mir reicht's schon, wenn ich in die Bibliothek reinkomme. Okay, gebongt. Na dann mal los. Ich bin direkt hinter dir. Was, jetzt? Ich darf während dem Hofgang nicht ins Gebäude. Es gab da so einige, sagen wir, Zwischenfälle. Scheiße. Und wann ist der Hofgang zu Ende? Schwer zu sagen. Hier kontrolliert keiner irgendwas. Außer der Wachmann da auf dem Hocker. Scheiß, Murray. Okay, wie klingt das? Du gehst schon mal zur Tür und ich lenk ihn ab. Ja? Okay, Neuer. Aber ich warne dich. Wenn das nur ein Scherz ist und es gar keinen Ausbruchsplan gibt, dann mache ich dir den Rest deines Scheißlebens zur Hölle. Ist das klar? Klar, Mann. Ich würde dich nie übers Ohr hauen. Ja, scheiße. Warum habe ich die Dings nicht mehr in die Zeitung? Vielleicht sollte ich die Zeit für ein kleines Workout. Ich könnte ja ein kleines Fitnesstraining ein. Was geht ab, Breifresse? Hey, das ist kein Brei und ich hab auch einen Namen. Ein bisschen Respekt hier, Grünschnabel. Und wie heißt du? Das sage ich dir nicht. Lass mich einfach in Ruhe weiter essen. Wie ist der Fraß? Arschloch, ich sag doch, das ist kein Fraß. Das ist, naja, Essen halt. Okay, aber da steckt was in deinem Essen. Sieh mal, es bewegt sich. Extra Portion Proteine. Da steht ein Riesentyp hinter dir und der sieht gar nicht erfreut aus. Sieh dir den... Entschuldige. Treib's nicht. Da steht... Sieh dir die... Jo- Treib's. Da steht... Sieh dir... Oh Mann. Entschuldigung. Treib's nicht. Ich... Ja. Was für einen Sinn soll das nochmal machen? Gefangene? Momentan doch. Psst. Rand, besorg mir den Schmuck. Okay. Oh. Den Fusel kann ich nicht einfach mit... Das Waschbecken ist wirklich winzig. Wenn ich das mache. Geht nicht. Es gibt. Nee. Ich krieg ihn nicht mit. Das macht. Hä? Das noch als dreckig zu beschreiben, wäre untertrieben. Das fasse ich im Leben. Sicher nicht. Ah,
da geht's zur Küche runter. Guten Morgen, ich heiße Randall. Bist du der neue Sous-Chef? Nee, ich wollte nur... Dann verpiss dich aus meiner Küche, du Schabe! Aber ich wollte doch nur... Ich will das nicht nochmal sagen. Ich reiß dir die Beine raus! Okay, okay, Mann. Bruno will mich scheinbar nicht in der Küche haben. Keine Zeit für Grummeleien nicht. Also, ich habe keine Ahnung mehr, was ich hier machen könnte. Und, naja. Ich würde mal an der Stelle sagen, ich beende auch, weil ich wollte hier an sich jetzt auch bis, na gut, ich wollte eigentlich bis 4 Uhr 10 aufnehmen, aber wir haben schon 13. Und ich bin der Meinung, das reicht, weil ich gehe dann auch pennen. Ist schon wieder spät genug. Auf jeden Fall würde ich nochmal sagen, bewertet die Parts, die euch gefallen haben. Kommt hier, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da und natürlich Sun Bros. Praise the Sun. Ja, und bis zum nächsten Mal.